Signalhorn. Jetzt alle hier. Was ist denn da jetzt los? Was passiert denn hier? Ich muss noch etwas warten. Echt, muss ich? Warten finde ich immer ein bisschen blöde. Schade. Ich hatte jetzt gedacht, wir mähen die alle im 2-Sekunden-Takt nieder. Die Axt mit, hol mal den Heilfang, wir müssen ja auch noch einen trinken. Und das mit, hol den Schiss. Und da müssen wir uns mal ein bisschen ranhalten. So, haben wir jetzt alles erledigt? Ich bin mir unsicher. So, besiegt die Angreifenden. Das habe ich gemacht. Sprecht mit Donut. Das schafft. Ziegenmenschen. Sie haben sich noch nie so nah an das Anwesen gewagt. Vielleicht wurde sie von Liliths Gegenwart angezogen. Ich sah eine Vision von ihr in eurem Arbeitszimmer. Was sagt ihr? Eine Vision? Ich verstehe nicht ganz wie, aber es ist nicht das erste Mal. Ihr steckt ja voller Überraschungen. Kein Wunder, dass ihr Lorats Aufmerksamkeit erregt habt. Nun, jetzt versteht ihr meine missliche Lage. Die Tochter des Hasses in meinem eigenen Haus. Sie muss außer sich sein, dass ich sie verstoßen habe. Wer sind die anderen auf dem Gemälde an eurer Wand? Warum fragt ihr? Lilith verschwand, nachdem sie sie sah. The Fane und Erida. Die Druiden, die mir einst halfen, Astaroth zu töten. Ja, ja, ihr seid vielleicht auf der richtigen Spur. Ich habe mich ihr widersetzt, also will sie sie vielleicht als nächstes befragen. In den Dörfern nahe der Druiden sind Ritter stationiert. Wenn Lilith sie passiert hat, müssen sie sie gesehen haben. Ob das so einfach wird, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier erstmal einen Wegpunkt. Das finde ich ist ein guter Ansatz. Hervorragend. So, jetzt batschen wir mal mit ihm. Ihr seht besorgt aus. Beim Angriff auf das Anwesen wurden viele verletzt und unsere Heilvorräte sind beinahe aufgebraucht. Super. Bitte, könntet ihr nach Kerrigar reisen und Cormen, den Alchemisten, bitten, alles zu schicken, was er schicken kann. Und sagt ihm, er soll sich beeilen. Jeder Moment zählt. Das mache ich. So, jetzt passen wir mal auf. Wo sind wir jetzt? Wir sind da lang, da lang. Muss mal rauszoomen. Da lang. Okay. Es wird jetzt nicht besser. Ah, das ist die Nebenquest. Runentafeln. Hier hinten ist Dunkelheit, breitet sich aus. Ungezähmte Natur. Erkundigt euch bei den Rittern in Tamriel über Lilith. Und dann haben wir noch das hier.
Na gut. So. Da oben sind wir gerade. Gut, ich muss da nochmal wieder mal hier runter. Ja, da hab ich Pläne. Ich hab so große Pläne. Es ist Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier. Wo muss ich denn hin? Ich muss erstmal nach hier. Zap, zerab. Bei ihm vorbei. Und dann. Ist das hier, ne? So sind wir richtig. Alter, wie ist denn das? Arschstimmig. Komm, den Dicken hier, ja. Vor allen Dingen, dass es ihre Wand ist. Ja, das ist okay. Was war denn das für ein Schwachs? Das alles wegen dem Heulermoos. So, genau das habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. Ein Altar von Lilith. Interessant, dass die Viecher hier einfach so aus der Erde kamen. Das ist irgendwie spannend. So, jetzt. Naja, wir gehen jetzt mal hier lang. Keine Ahnung. Zur Schlange. Keine Geisteskraft mehr. Mutter, schade. So was von schade. Das. Ne? Wird ja immer besser hier. Hör mich doch mal auf zu nerven, Alter. Ah, ich habe das Gefühl, die muss ich irgendwie sammeln. Zumindest meine ich das. Ich brauche mehr Geisteskraft. Ja, dann sammel doch bitte. Totem. Ein Dings. No. Hier ist ja noch mehr Zeug. Oh. So, warte mal. Ich wollte nochmal gucken hier. Und ich weiß nicht so richtig. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Da unten ist auf jeden Fall die Aufzeichnung der alten Sitten. Das hätte ich wohl erledigt. Da ist das Ding. Das ist denn hier links irgendwo, ne? Ja, muss dann hier lang gehen. Ja, jetzt mach mal nicht so einen auf Nervensäge. So, jetzt sind wir. Ich weiß nicht, wo ich mich aufhalte. Wir müssen auf jeden Fall nach da. Das ist letztlich der Plan. Oh, hier ist Heulermoos. Ah, diesmal kommen keine Viecher. Okay, das ist schön. Oh Gott, hier rum für ein hässliches Vieh.
Ich mach's mal tot, mal gucken, was passiert. Oh, es wird explodieren. Na klar, springen. Was sollte auch sonst passieren? Wenn nichts mehr geht, Skelette und Spinnen. Ich brauche mehr Geisteskraft. Du nervst mich. Sein Gequatsche. Hier ist wieder irgendwas, was ich machen kann. Ah, da kann ich mich hier hinstellen. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Shift war, was ich drücken muss. Ich bin mir unschlüssig, ob ich das alles so richtig finde. Dann gehen wir hier rüber. Ich hasse das. Und ich kann nicht mal sagen, was das soll. Ich muss da immer drauf aufpassen. Ja, ich habe kein Dings mehr. Aber hier ist auch wirklich alles, ne? Geht mir alles sensationell auf den Keks. Naja, kriegst du einen ins Gesicht. Passt schon. Hier noch mehr Heiltränke. So, jetzt zeig ich mal her, wo müssen wir denn jetzt weitergehen? Es muss hier am Rand irgendwo sein. Ah, es geht erstmal weiter mit Viechern. Geht erstmal weiter mit. Oh! Echt, hast du nicht? Das ist aber richtig schade. Warte kurz. Die nehme ich mal mit. Aha. Ihr wolltet so, ne? Es werden als mehr Viecher. Was ist denn jetzt? Ah. Huch, Entschuldigung. Keine Absicht. Einfach fette Finger. Naja, ist doch gut jetzt. Also, das ist nur ein Rehhirsch-Ding-Gerät. Ja, ich weiß, ich habe nicht so viel Leben. Ich wollte jetzt... So, Moment. Irgendwo hier. Ich höre das Geräusch schon. Ich sehe es auch schon. Bringt mir nur nichts. Lass mich doch kurz rein. Dann können wir über das Problem reden. Ja. Am besten finde ich es, wenn ihr nicht lebt. So. Schwierig, schwierig. Ja, dann wo kommt ihr denn alle her, Alter?
habe nicht genug Geisteskraft. Auf mich nicht. Ich will doch eigentlich nur den Altar von Lilith mitnehmen. Das war eigentlich das einzige Ziel und das ist der einzige Grund, warum ich hierher gelaufen bin. Das hatte jetzt keinen anderen Hintergrund. Ich will nur irgendwie gucken, dass ich drankomme. Komme ich denn da jetzt hin? Junge, 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 Junge. An der Seite. Wunderschön. Gibt noch einen. Mhm. Der ist aber auf der Seite. Da können wir erst noch die Quest wegbringen von Josef hier. Der die Schriftrollen von diesen Schrifttafeln da haben wollte. Oder wir machen das zuerst. Wir interagieren erstmal den Baumstumpf. Ich meine 26 Gold, ne? Das. Boah. Das ist der reine Reichtum. Und jeder behauptet irgendwie das Gegenteil. So, jetzt muss man. Warte mal, wo ist das? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Willst du kurz auf die Karte gucken, ne? Geht gar nichts. Hier wirst du sofort genervt von irgendwelchen Pimmelpuppen. So. Jetzt ruhig hier. Na komm, komm direkt die nächsten. Ja, mal habt ihr alle keine anderen Hobbys, als mir auf den Keks zu gehen? Das ist eine ernste Frage. Dann weiter geht's. Ihr seid so nervig, so lästig. Tschüss. Jetzt habe ich das auf die Karte gucken vergessen. Das war eher ungeschickt. Ja, jetzt komm. Doch nicht so doof. Tschüssi. So, Karte. Moment. Das vergleichen mit dem. Da muss irgendwo so ein Zipfel sein. Wir gehen einfach mal hier hoch. Das ist weiter oben. Oben an der Ecke. Ah, da unten sind Viecher. Ich kill sie gleich, bevor sie mir auf den Sack gehen. Wartet kurz. Ja, wenn wir das so machen. Oh, guck mal an. Da. Das hat sich doch... Ja, ich heb's auch gleich auf. Kein Stress. Ich muss erstmal mit meinen neuen Freunden diesen Sackratten hier. Wo kommt denn ihr eigentlich alle her? Ja, warte, ich mach grad. So. Ruhe ist im Staat Dänemark. Was ist denn mit dir? Ah, du lebst nicht mehr. Mal gucken, was die können. Aha. Gewittersturm? Ah, weiß ich nicht. Pulverisieren ist jetzt auch eine Erdfähigkeit. Nachdem Pulverisieren gewirkt wurde, verursachen tektonische Stacheln im Verlauf von 2 Sekunden Schaden. Nur Druide. Na, ich zieh's mal an. Gewittersturm. Schön, schön. Was ist denn das hier eigentlich? Oh, das ist ein Beinschutz. Der hat auch 2 Sockel. Das finde ich auch gut. Den ziehe ich auch an. Gut, gut, gut. Die Sache, die wird langsam. Langsam wird die Sache hier rund. Erstmal müssen wir jetzt hier, da muss es irgendwo sein. Bei dem Zippel. Dass es einfach wird, habe ich nicht erwartet. Dass die mir so richtig auf den Zünder gehen, das habe ich eigentlich viel mehr erwartet. Und sie tun es ja auch. Mal. Was willst du? Ja, warte hier. Guck mal, was hältst du davon? So, hier? Da ist er doch. Jawohl. Das ist epischst. Jetzt können wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wir könnten, nee, teleportieren. Ach, das macht auch keinen Sinn. Vielleicht finden wir hier noch heißen Scheiß. Weiß ja auch keiner, ne? Vielleicht finden wir noch heißen Scheiß. Und dann muss ich mal weiter gucken, was wir so als nächstes machen. Ja, ja, was wir da so als nächstes machen. Oh, ja, wir sind hier runter. Ich weiß nicht, hier so mitten durchlaufen. Oh, was ist denn? Was? Geh doch fort, ey. Ich hab doch nur... Ich bin auf Durchreise. Ja, müsst ihr mir jetzt so auf den Zünder gehen. Mädels, also ehrlich. Aber hier gibt's noch was, was ich einsammle. Was ist denn das da? Ja. Das... Oh, Moment. Ja, die Viecher, die finde ich besonders lästig. Aber sie lassen meistens Geld fallen, was ich persönlich jetzt wieder ganz gut finde. Oh, das hat sich bewahrheitet, dass sie Geld fallen lassen. Nicht. Ich hatte... Oh. Oh. So, Morek, bitte. Ich
konnte ein paar Runentafeln sammeln. Danke. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiacla Gea selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen. Das hat er alles sehr schön gesagt und gut erkannt. Jetzt kriege ich wieder so einen Trichter hier, ne? So, jetzt mal auf und das hier und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Was gibt's denn hier? Ah, das ist da hinten. Nebenquests. Exorzistentruhe. Eine Bitte um Hilfe. Die versiegelte Truhe. Hier geht's weiter. Ein kalter und eiserner Glaube. Messer dreht sich. Das ist alles gut. Frage mich, wir könnten hier hin. Warte mal, ich mach mal kurz groß die Sache. Wo findet denn hier was statt? Also hier hoch könnten wir schon mal wegen der Bitte um Hilfe. Das könnte man schon mal machen. Das heißt, wir... Ich mach das jetzt mal so und dann laufen wir vielleicht so rum oder so rum. Oder ich mal gucken. Ich werde mir schon überlegen. So denke ich zumindest. Ach, wir haben schon wieder fett geruckelt. So, das geht jetzt da hoch und dann eigentlich hier durch, glaube ich. Oder wir laufen da hoch. Das ist jetzt egal, ne? Denke ich. Warte kurz. Ich gucke mal kurz auf mein schlaues... Da drüben. Okay. Ja, ich will ja die ganzen Altare nicht immer... alle nachträglich sammeln. Das wird eine irre Lauferei. Außerdem hätte ich auch irgendwie gerne den Gaul. Der würde auch wahrscheinlich vieles besser machen. Und ein bisschen gruselig ist es ja hier auch. So, kleines wenig. Sind wir auf der richtigen Fährte? Ich denke schon. Gleich wird es wieder irgendwas geben, was mich aus dem Leben fisten möchte. Ah, wir müssen hier rein. Alles klar. Dann hat sich das mit dem Fisten vielleicht erledigt? Ich weiß nicht. Ist vielleicht eine Stadt. Ah ja, sieht so aus. Was hat er zu sagen? Der Ritter Iveta. Heimlicht. Ich vermisse es. Eine Frau. Entschuldigung. Wir haben in einer ordentlichen Kaserne geschlafen. Hier becken wir uns beim Vieh. Ich habe das Gefühl, das gefällt dir nicht ganz so gut. Was gibt's denn hier? Ah, das ist der Wegpunkt. Das ist toll. Hier drüben ist eine Quest. Das ist auch ganz fantastisch. Da könnten wir erstmal zu dem Juwelensäppel. Ist das du? Du bist die Schmiedin, ne? So, dann könnten wir erstmal entsockeln. So, ich habe entsockelt. Haben wir irgendwas, was ich... Wir können einen Amethyst bauen. Eine Manifestation der Sterne. Absolut. So, das haben wir gemacht. Das war toll. Kori, warum seid ihr hier? Das Hügelland ist meine Heimat. Aber Sanctuario ist dieser Tage gefährlich und meine Eltern, meine armen Eltern werden immer älter. Wer wird ihr Zuhause beschützen? Ich würde nach ihnen sehen, aber die Straßen sind nicht sicher. Vielleicht könnt ihr meinen Vater Phelan aufsuchen und nachsehen, ob sie mich brauchen. Ich marschiere sofort los. Nachdem ich wieder zurückgelaufen bin, um das hier zu machen. Oh, da gibt es auch einen Schmied, das ist toll. Was gibt es denn eigentlich hier? Was ist denn mit dem? Ach, das ist ein Heiler, da kann ich mich... Okay. Corman. Die Bedienstete Wilfred braucht dringend Heilvorräte. Der arme Mann muss damit alle Hände voll zu tun haben, so viele Verwundete zu behandeln. Ich packe alles zusammen, was ich entbehren kann und schicke es ihm sofort. Das ist ziemlich freundlich. Kriege ich hier so ein Kistchen, das kann ich aufmachen. Dann gehen wir mal hier rüber zu meinem Freund, dem Schmied. Besser als bei Null anzufangen. So, das hätten wir erledigt. Nutzt es weise. Dann mache ich. Jetzt müssen wir nur noch mal zu diesem Händler. Tschüss. Dem widme ich mich später. Tschüss.
Alles andere. Ich würde da gerne irgendwie ein. Naja. Ein Gepäckfach für haben. So, was gibt's da oben? Das ist das komische Ding. Das interessiert mich auch. Da laufen wir jetzt auch erstmal kurz hin. Was ist das da? Ah, Okkultist. Was machen die denn? Ah. Die machen Aspekte. Okay. Da kann ich mir auch Gegenstände verzaubern lassen. Okay. So, kurze Bestandsaufnahme. Wir haben das alles erledigt. Das war schön. Da gibt's nichts weiter. Ich muss jetzt noch dahin. Da müssen wir hier unten rauslaufen. Oh, hier gibt's was zu quatschen. Mit dem Claret. Drüben in Brastack ist ein ganzer Haufen Ritter, die nur darauf warten, unser Getreide zu kaufen. Vergesst das verdammte Getreide. Ich schleppe das nirgendwo hin, während diese Dämonen herumstreunt. Also von der bist du in so einer Kaschemi hier sicher? Das ist ja auch Irrglaube. Würde ich mal behaupten. Was hat er denn? Wenn ihr mich nicht losschneidet, könnt ihr euch gleich verziehen. Ehrlich? Gut, dann verziehe ich mich. Dann verziehe ich mich. Und zwar das stinkende Ackerland. Das finde ich irgendwie auch gut. So, wo ist denn jetzt hier die Quest-Sache? Da müssen wir da links hoch. Oh, warte, wir sind im stinkenden Ackerland. Da haben wir... Da... Warte mal, da gehen wir mal kurz hier runter. Nein, wir machen erstmal den stechenden Schwarm K.O. Und auch den nächsten und nächsten und nächsten. Dann sammeln wir ein bisschen Eisen auf. Dann gibt es den nächsten Schwarm. Weil es so schön ist, haben wir das Gold mitgenommen. Oh, hier ist was Heulendes. Und ein Grizzlybär. Toll. Oh, ein Rohr Saphir, ein Ring. Noch mehr Schwärme. Was? Oh. Ich weiß jetzt mal, wo hier wer beschützt werden muss. Ach, das ist so ein Spinnen-Hai-Opai. Ja, ja, ich weiß. Überall alles voller Spinnen. Komplett eklig. Mimimi. Bitte! Was denn? Ach, hier ist das. Das Leben gerettet. Habe ich total gern gemacht. Also ich war es ja nicht alleine.